Heute nehmen wir euch mit zum Tag 3 des Festivals auf Fatu Hiva. Die Schweine werden aus dem Erdofen geholt mit einer Wahnsinnszeremonie und dann gibt es für alle Teilnehmer kostenlos Essen, so viel man will. Es ist wirklich ein fantastisches Erlebnis gewesen. Anschließend besuchen wir noch den Wasserfall auf Fatu Hiva und genießen die letzten Tage auf dieser wundervollen Insel. Tag 3 des Festivals. Wir fahren wieder die 3 Meilen in die Bucht Guana. Also der Nette sagt, in welche Bucht wir fahren. Irgendwas mit Meer oder so. Naja, also wir fahren auf jeden Fall in die Bucht. Da, wo das Festival ist. Heute ist absolutes Hochwasser, wie es hier aussieht. Hier kracht alles rein an Wellen. Es war noch nie so hoch, das Wasser hier. Ich kann noch nicht so ganz nachvollziehen, was sie mit ihren Dingen vorhaben, wie sie die da hinlegen wollen, ohne dass die auf die Felsen knallen. So, unsere Dingis liegen wieder bei der Pulsar. Und die sind auch so freundlich und machen einen Schatten. Perfekt. You're the best traveler lift ever. Da sind die Gäste von der Anui mitgekommen. Jetzt kommt hier der nächste. Das wird die Fähre von Hivaoa sein. Der Erdofen wurde geöffnet und das Schwein mit einer Zeremonie, Gesang und Tanz hierher transportiert.
Tschüss. Ah, das haben wir da Schönes alles gekriegt jetzt. Oh, jetzt schauen wir mal, ob das auch schmeckt. Das Erdofenschwein und der Fisch und die Banane und Maniok. So, alles ist hier gesorgt. Auch gleich die Abwaschstelle. Jawohl. Das ist herrlich hier. Wir haben tatsächlich die Boote noch selber gebaut. Alles aus Holz. Und so sieht das Endergebnis dann aus. Schönes Ding. Schönes Ding. Da wird sich selbst tätowiert. Fleißig tätowiert. Oh, das ist heute tricky, hier das Boot rauszuholen. Eieieiei. Profis. Heute gibt es seit Monaten mal wieder ein Limelight-Hähnchen. Wir haben hier tatsächlich ein ganzes Hähnchen bekommen. Das hier. Da muss das einfach schmecken. Kleine Wanderung zum Wasserfall heute. Und solche wohlgenährten Stiere stehen hier am Straßenrand. Oh, da möchte man sich am liebsten ein Stückchen rausschneiden. Aber ich glaube, das lässt er sich nicht gefallen. Dschungel bergauf. Da ist schon ein Stahlseil gespannt, damit man da bequem hochkommt. Und da sind wir schon. Boah. Guckt euch das an. Wahnsinn! Leider ein bisschen wenig Wasser. Das gibt's ja wohl nicht mehr.
Mhm. Total warm, ja? Das ist ja gut. Nee, nur der dicke Fisch, den wir gesehen haben. Robin haben wir wieder getroffen. Exactly. Yeah. Today, hello. Today takes 2 days. I mean, one day, and it's war's schon wieder mit diesem Video. Wir sind so froh und dankbar, dass wir dieses Festival auf Fatu Hiva erleben durften. Es war einmalig und wird unvergesslich sein als ein Ereignis unserer Reise.